10 Jahre Freizeitstätte Garath. Ort der Begegnung in einem jungen Stadtteil. Heinrich Heines Worte geben dem Haus das Geleit. Breit gefächert ist das Angebot, um die vielfältigen kulturellen Bedürfnisse der Garather Bürger zu erfüllen. Das Programm umfasst regelmäßige Gruppenarbeiten für Jung und Alt und als Glanzpunkte die wechselnden Veranstaltungen im großen Arenasaal. Die Programmplanung obliegt dem Leiter der Freizeitstätte und den Mitarbeitern des Hauses. Dabei werden die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher weitestgehend berücksichtigt. Um aber auch eine konstruktive Mitarbeit einzelner Personen, Gruppen und Vereinigungen zu ermöglichen, ist ein Beirat gebildet worden. In regelmäßigen Sitzungen in der alten Tagesstätte berät er die Mitarbeiter bei der Erstellung des Veranstaltungsprogramms. Nein, also Schmidt-Bonn-Straße und ich weiß noch nicht, die Frau Gillungen, wohnt ihr noch immer auf der Emil-Bart-Straße? Ja, Schmidt-Bonn. Aber ja, noch eine andere Frage dazu. Ein Blick in die Probenarbeit der Benrather Orchestergesellschaft. Unter ihrem Dirigenten Ferenc B. Lukács probt das Orchester heute für das traditionelle Neujahrskonzert der Freizeitstätte. Ein volles Haus kann die Komödie Kassel verbuchen. Mit Alfonso Pasos Stück Schöne Geschichten mit Mama und Papa ist ihr lang anhaltender Beifall gewiss. Damit ich nicht besser fressen kann. Im Rahmen der Theaterwoche zeigt uns das Düsseldorfer Ensemble Jean-Paul Sartres geschlossene Gesellschaft hier bei der Probe. Diese Gruppe will fantasievolles, armes Theater machen. Lebendige Schauspielarbeit, die Schock, Schrecken und Vergnügen bereiten soll. Theater als Laboratorium. Falls ihr etwas über das Zimmer wissen wollt, weiß ihr ganz genau Bescheid. Was das Schlafen angeht und das Zähneputzen. Heute kommen die Jazzfreunde zu einem außerordentlichen Genuss. Die Gruppe Kolbe Dauner-Illenberger gastiert. Dauner gilt in Europa als einer der besten Pianisten der modernen Richtung. Thank you.
Hereinspaziert, hereinspaziert. Es gibt echten orientalischen Bauchtanz, dargeboten von der Tanzgruppe der Werkstatt unter der Leitung von Frau Kempf. Jarkas heißt vibrieren, Kraft. Und so heißt auch die Gruppe, die uns hier einen nachhaltigen Eindruck von echter bolivianischer Volksmusik gibt. Blues in Reinkultur bietet der irische Mundharmonika-Virtuose Matt Walsh mit seiner Band. When your shoes are busted, you ain't got no rain. You don't know where you're going, babe, but you sure know where you may walk on. Walk on, babe, walk on. I say walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way home. Well, my baby's left me, she's long gone. You know I'm singing people the same old song. Walk on, walk on, baby, walk on. I say walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way home. Thank you.
Freitagsabends während der Sommerferien ist die Freizeitstätte fast zu klein. Grill und Schwof im Innenhof sorgt für Stimmung unter den Daheimgebliebenen. Mitarbeiter des Hauses bieten reichlich gegrilltes und kühles Bier an und verschiedene Kapellen bringen die Tanzbeine in Schwung. Diese Veranstaltungen gehören zu den zugkräftigsten im Garather Freizeitzentrum und sind Jahr für Jahr wieder ein Erlebnis. Or anyone finer here in the state of Carolina, everybody you know, showing me Dinah with your Dixie eyes blazing. How I love sitting gazing to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? Because my dynamite, she's a little mind about me. Travestie-Show mit dem Herrenquintett Crazy Boys. Musik, Männer, Maskerade.